Hallo, ihr Händler von der Trading Front. Wir haben den 11. Dezember und es ist 17:39 Uhr, wenn ich diesen Clip über den DAX anfange. Jetzt mache ich das, was ich am Mittwoch auch schon mal gemacht habe. Am Sonntag um 17 Uhr halte ich ein Webinar über K.O.-Scheine. Das ist umsonst, kostenfrei, kostet nichts. Das fängt um 17 Uhr an und ihr habt zwei Möglichkeiten, euch anzumelden. Es haben schon eine ganze Reihe. Ich bin total überrascht. Genutzt, entweder schickt ihr eine Mail an info@mario-lüdemann.com, denn Mario ist so freundlich und stellt mir seine GoToWebinar-Software zur Verfügung, oder an mich info@schlegel-trading.com. Dann bekommt ihr einen Link. Diesen Link, das sieht dann so aus, wenn ihr da drauf drückt, habt ihr so eine Anmeldemaske. Und dann steht hier 17 Uhr, also ich gehe mal davon aus 18:30 Uhr, aber wenn es bis 20 Uhr dauert, ist mir das auch egal, weil das mache ich ja in meiner Freizeit, das macht mir Spaß, das wird auch nicht gesponsert oder sonst was. Und dann gebt ihr das Zeugs hier ein. Jetzt steht hier unten, das habe ich also gemerkt, dieser Veranstaltung und anderer Serviceleistungen in Verbindung setzen kann. Also ihr bekommt keine Werbemails, weder von mir, ich verschicke es übersehentlich, oder von Mario oder von wem auch immer. Ja, also das ist, da könnt ihr fragen, was ihr wollt. Da geht es um alles rund um K.O.-Scheine. So, und jetzt sind wir beim DAX. Das ist exakt der gleiche Chart wie letzte Woche. Ich habe also keine Linie verzogen. Einmal aus dem Band raus und runter. Am Mittwochfilm hatte ich gesagt, das gefällt mir nicht, weil das ist eine Art Shooting Star Inverted Umbrella Doji. Das darf mir nicht gefallen. Da sind wir hier runtergegangen, dann sind wir da hier auch noch mal ein bisschen runtergegangen und vor allen Dingen über die 4-Stunden-Charts. Jetzt weiß ich, einige mögen den Mittwochsfilm lieber, weil die Scheine, die ich da nenne, die sind eine Ecke heißer. Da geht es auch mal hoch bis Hebel 70. Andere mögen das nicht so, weil das ist dann doch zu heiß. Wie dem auch sei, ich hatte gesagt, eine ganz wichtige Linie ist diese 13.161. Ich gehe mal ganz kurz auf den Stundencharts, aber wirklich nur ganz kurz. 13.161, da sind wir hier. Und danach die 13.000, Entschuldigung, da sind wir nicht hier, da sind wir hier. Da ist es gewesen. Da. Und danach gehen wir runter auf die 13.000. Wir sind dann ziemlich genau zu 13.000. Und genau wieder hoch zu 13.100, ich glaube, es war 61. Also von daher muss ich sagen, das waren relativ deutliche Signale und es waren gute Punkte. Wir sind also am Mittwoch aus dem Band raus und wieder rein, negativ. Wir sind heute aus dem Band raus und wieder rein, kurzfristig positiv. Deswegen kamen wir dann noch mal ein bisschen hoch. Wir haben alle Angst vor Corona, wir haben alle Angst vor dem Lockdown, gar keine Frage. Die Punkte bleiben exakt die gleichen. Wo ist denn mein Fadenkreuz? Hier ist es. Ja, wir haben also nach wie vor oben so den Bereich 13.470 und wir haben unten die 13.000. Und da müssen Sie in beiden Fällen nochmal so 10, 15 Punkte Pufferzone dazugeben. Wir haben uns noch nicht beschäftigt mit irgendeinem mir bekannten Fibonacci-Retracement. Ich bleibe bei der Aussage, wir schaffen es nicht, während des Tages über dieses Hoch zu gehen. Da wird zu viel dagegen gehalten. Das schaffen wir nur über Nacht. Nach unten sieht es anders aus. Ich habe den Eindruck, der wird jetzt also heute auch schon wieder so ein bisschen weicher. Deswegen bin ich tendenziell eher ein bisschen vorsichtiger und glaube nach wie vor, dass wir uns hier mit dem 38er Retracement bei 12.670 mal beschäftigen werden. Aber während des Tages oben raus, puh, das glaube ich, das ist einfach viel zu schwer. Das schafft er nicht. Wir sind von den Bändern hier nach wie vor super eng. Wir handeln innerhalb der Bänder, kurz mal, wie gesagt, raus, hier raus, da raus, aber wir bleiben letztendlich drin, deswegen verändern die sich auch nicht. Die haben keine Aussage momentan. Das MACD nach dieser vom 9.11. Seitwärtsphase, schmeiße es in die Tonne, hat auch keine Aussage. So, und wenn jetzt die Stochastik rechnet, von 0 bis 100, ein in sich rotierendes System von 0 bis 100 und liegt bei der 50, ist die auch neutral. Das muss man einfach mal sagen. Es gibt, wenn ihr handeln wollt, also im Sinne von näher am Markt sein, dann geht auf den Stundenchart, geht auf den 4-Stunden-Chart. Da habt ihr mehr Spaß. Aber diese Marken bleiben definitiv die beiden wichtigen. 13.000 und 13.465. Ich habe euch trotzdem Scheine mitgebracht für den Fall, dass wir nach oben rausgehen, aber auch nach unten. Ich habe mir den hier ausgesucht, 12.606. Damit sind wir unterhalb von dem 38er Retracement. Das ist ein Open-End-Schein im Moment. DAX steht bei
13.111, ist es ein 26er Hebel. Das ist die Kennnummer GF68CG. GF68CG. Beim Put gehe ich auch 200 Punkte drüber, über diesen Hochpunkt. Und dann lande ich hier. 13.617, ebenfalls ein 26er Hebel. Und das ist die Kennnummer GB9G5X. Gustav Bertha 9G5X. Würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag mal reinschaut. Wie gesagt, das ist also interaktiv. Ich doziere nicht, sondern ich gehe auf eure Fragen ein. Ich habe einen Leitfaden. Und dann mal gucken, was ihr wissen wollt. Wird auf jeden Fall spaßig. Und keine Sorge, ihr kriegt keine Werbemails. Ihr werdet nicht zu gespammt, zu gemüllt oder sonst was. Ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading, fette Beute und bleibt gesund. Bye, bye.